Die Schweiz verfügt mit Andy Hug über einen Weltklasse-Athleten im Kyokushinkai-Karate. Wir beobachten den vierfachen Schweizer Meister, zweifachen Europameister und zweifachen Europacup-Sieger bei seinem Training und begleiten ihn an die Europameisterschaft. In einem letzten Trainingslager bereitet sich das A-Kader der Schweizer Kyokushinkai-Nationalmannschaft auf seinen Wettkampf vor. Kyokushinkai-Karate ist nicht ein Sportkarate, sondern ein Budo-Karate. Das heißt, es wird gekämpft bis zum K.O. Der Gründer dieser Karate-8, Sosai Oyama, hat diesen Kampfstil eingeführt, um möglichst falsche Schiedsrichterentscheide zu vermeiden. Shibushi, right?